Irgendwo hier soll es gewesen sein. In einem Hauseingang sei die Mutter mit ihm niedergekommen, vermutet man. Station 1, der Spurensuche nach Josef Beuys in Krefeld. Station 2, dieser einst großbürgerliche Platz. Hier stand seine Wiege, das ist sicher. Erst seit kurzem erinnert ein Schild an ihn. Beuys tat sich schwer mit Krefeld, hatte meist Klever als Geburtsort angegeben oder auch einen Straßengraben irgendwo am Niederrhein. Sein Leben hatte er in Mythen gekleidet. Was wahr war, was erfunden, floss ineinander über. Auch diese Installation hinterließ in den 70er Jahren, genau wie heute, viele ratlose Betrachter. Jeder, der hier reinkommt, der steht erstmal davor und wundert sich. Beuys selber hat ja gesagt, das ist hier ein öder, ein verlassener, ein seltsamer Ort. Das sagt ja auch der rätselhafte Titel, Baracque de Dol Orde, eine Art von Robinson-Situation, eine Außenseiter-Situation. Ich arbeite hier an den Dingen, die ich finde in meiner Umwelt, in meinem Alltag und bringe die zusammen und mache daraus etwas Neues. Krefeld war irritiert und hoffte im Dezember 1971 auf Erklärungen. Doch Beuys wollte nicht. Die Diskussion lief in eine völlig andere Richtung. Beuys hat es fertiggebracht, an diesem Abend tatsächlich über seine Ideen, den erweiterten Kunstbegriff, über die Mission des Menschen, über, ich weiß es nicht, aber ich glaube, er hat sogar über die Vorteile Krefelds gesprochen. Das Presseecho war, nun ja, geteilt. 100.000 Mark hat die Installation gekostet, eine nicht nur für damalige Zeit unglaubliche Summe. Für ein Regal, in dem auch seine wichtigsten Grundstoffe lagern, Fett und Filz, Reminiszenzen an seine angebliche Rettung durch Tataren nach einem Flugzeugabsturz im Weltkrieg. Die Baracque de Dol Orde und die Erinnerungen der Zeitzeugen, all das kann das Museum gerade nur virtuell zeigen. Eine Art der Kunstbetrachtung, die Beuys vielleicht sogar geschätzt hätte.